Folge 20. Das geheime Geheimlabor. Ja, herzlich willkommen bei Steine im Weltall. Und wir nehmen euch heute nochmal mit auf die Baustelle, wo immer noch unsere Mechs rumstehen, die wir letztens im Aufbauvideo gezeigt haben. Unter anderem auch noch das Ideaset, die Exosuits, steht hier rum. Und ja, wir wollen heute eine Area 52 aufbauen. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit in die Anfänge. Erstmal brauchte es ein Layout. Wir haben jetzt hier mal ganz wild mit den Farben Stone Blue gearbeitet, wenn ich es richtig weiß. Und wir möchten beginnen vom Kühlhaus, also dieser Türe hier, zumindest das, was jetzt mal als Türe angedeutet ist, nach vorne eine Forschungsstation aufbauen. Hier haben wir eine Rundung im vorderen Bereich und jetzt beginnen wir mal Schritt für Schritt mit dem Aufbau. Wir haben so ein kleines Stop-Motion eingebaut, wo man jetzt mal sehen kann, wie wir mit verschiedenen Slopes arbeiten, wieder mit Jumper-Plates, damit die Fenster versetzt sind. Und ja, man sieht schön, wie die Zeit vergeht. Und wie sich nach und nach die Muster einschleichen. Ein Dankeschön übrigens beim Muster an Steinchenhexe, die uns auf die Idee gebracht hat, mit diesen Kreuzfliesen zu arbeiten. Sie hat da in ihrem Kanal auch immer wieder ganz tolle Fliesenmuster. Ich lasse mal einen Link da. Und ja, wie es zu einer Baustelle gehört, der ein oder andere Astronaut steht auch da, hämmert ein bisschen rum. Und ja, wir haben jetzt hier Platz gelassen für Luftschleusen. Die werden wir ja brauchen, um in das Labor reinzukommen. Das Kühlhaus selber, da wird ein Türrahmen rumgezogen und dann schauen wir mal weiter. Wir springen wieder in den Aufbau. Hier entsteht langsam die Türe, die ersten Einbauten ziehen ein, der Boden wird gefliest, Regale kommen dazu, die ersten Minifiguren stehen schon und wie man hier sehen kann, blaues Gesicht, ist eine Figur aus der Hidden Side Serie, da hatten wir ja letztens auch eingekauft, welche Sachen. Aber wir fanden das mit dem blauen Gesicht ganz toll, wenn jemand aus einem Kühlhaus rauskommt, da, ja, da ist dann schon kalt drin, da darf man dann auch mal ein bisschen blau angelaufen sein. Links ein kleines Probenregal, wo Steine, Flaschen, ja, Geoden rumstehen, Kristalle, also alles, was man auch so ein bisschen auf Pandemica finden kann. Nach und nach entstehen dann weitere Aufbauten, Untersuchungstische, ein ganz spezieller Untersuchungstisch, da kommen wir gleich nochmal etwas genauer drauf. Der Raum wird immer weiter ausgefliest, es kommen Details rein wie Gasflaschen etc. und auch eine Biosphäre. Dann, ja, mal von hinten durch. Kehrwoche darf nicht fehlen. Männchen mit Besen. Ja. Muss ja sauber sein. Labor muss sauber sein. Labor muss immer sauber sein. Gut, dann haben wir auf der linken Seite, wie gesagt, das Probenregal, einen Wärmeschrank, einen kleinen Abzug mit einem Magnetrührer drin. Ja, verschiedene, ja, Gläser, Untersuchungen, Mikroskope für Steinuntersuchungen, Gesteinuntersuchungen. Hier vorne, der hat eine kleine Petrischale und hier der Untersuchungstisch auf der linken Seite. Da liegt ein Außerirdischer drauf, wo auch immer der herkommt. Aber keine Sorge, der wird nur angeguckt. Und dann haben wir hier vorne noch so ein kleines Biosphärenteil, wo wir eine Pandemica-Pflanze drin haben, wo wir untersuchen können, weil ist ja wichtig. Wir wollen ja wissen, ob die Pflanzen giftig sind. Hier vorne links haben wir dann noch so eine Art Beschleuniger stehen, eine kleine Flasche, das könnte auch ein Feuerlöscher sein, Kisten sind eingezogen. Also so nach und nach haben wir halt wirklich geguckt, was kann man so an Details reinbringen. Und wir haben mit Minifiguren aus der letzten Space NASA Serie gearbeitet, mit den Professoren aus der Hidden Side Serie. Ja, der Straßenkehrer hinten, der ist von der kleinen Kehrmaschine von City und wir legen mal weiter. Jetzt kommen nämlich nach und nach die Seitenverstrebungen rein, die Luftschleuse wird eingebaut und die Fenster und zack, es passiert das, was einem immer passiert, wenn man aufbaut. Wir haben keine Fenster mehr. Und von daher haben wir jetzt einen akuten Baustopp und werden jetzt leider Gottes erstmal gezwungen sein, erstmal wieder neue Fenster zu bestellen, bevor wir an der Area 52 weiterarbeiten können. Und ja, ärgerlich. Ja, Mai. Aber keine Sorge, wir haben gedacht,
Wir gucken nicht nur an, was jetzt bei dem Labor alles entstanden ist, sondern wir zeigen auch noch mal etwas detailliertere Aufnahmen. Die Carla hat sich die Kamera geschnappt und hat nach und nach die einzelnen Details aufgenommen. Der Abzug mit dem kleinen Erlenmeyer-Kolben, wo ein Rührfisch drin liegen soll, mit einer Steuerung natürlich, dass man den Abzug einschalten kann. Wir haben nochmal einen Blick über das gesamte Labor, auch ein kleines Spritzenregal im Hintergrund. Hier natürlich jetzt noch ohne Seitenwände. Der Untersuchungstisch, bevor jetzt was Falsches gesagt wird, das Alien lebt noch, es ist nur krank, es wird nur untersucht. Ja, wir sind hier nicht bei irgendwelchen seltsamen Sci-Fi-Filmen. Der Professor mit einem fehlgeschlagenen Experiment, dem Gesichtsausdruck nach. Rechts nochmal ein kleiner Untersuchungstisch für eine Geode. Dann ein Männchen vor dem Rührapparatur-Abzugsteil, ordnungsgemäß mit Schutzbrille und Mundschutz, so wie sich das gehört. Ein weiterer Arbeiter, der gerade eine Goldklumpen untersucht. Unser Mann aus dem Kühlhaus, schön durchgefroren. Und er sieht wirklich schlimm aus, es muss echt kalt sein da drin. Aber ja, gibt ja Kaffee. Den Untersuchungstisch, der ist echt ein Highlight. Toll, ja. Ja, also keine Sorge, wir zeigen den jetzt eigentlich nur zweimal, weil wir es toll finden. Und ja, wir haben aber auch einen Untersuchungsraum für die Pflanzen. Wie gesagt, es ist immer wichtig, sind die Pflanzen giftig oder nicht. Das muss gut und detailliert untersucht werden. Und ja, hier wie gesagt nochmal der Tisch mit der Geode drauf, ein kleiner Rechner dazu, wahrscheinlich Windows 2000 oder sowas drauf. Nochmal der Blick auf unseren Professor vorne, nochmal unser Abzugsgebäude, der Kehrmeister. Mit der Mülltonne hinterher. Und ganz wichtig, wir haben ihn schon vorgestellt, Joe Klemmbaustein. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, Mensch, warum steht Joe Klemmbaustein im Labor? Ganz klar, er hat auch einen verrückten Professor in seiner Stadt und deswegen, das Labor ist der perfekte Ort für Joe Klemmbaustein. Aber wir sind euch noch eine Antwort schuldig zum Hotel. Nämlich, wir hatten ja gefragt, was machen wir hier vorne mit der Noppenübersicht auf das Hotel. Also unten am Spa-Bereich war das ja das Problem, da waren noch ganz viele Noppen zu sehen und wir wollten einen Namen fürs Hotel haben und ja, wir haben uns jetzt mal dran gemacht, ein bisschen zu basteln. Für euch, mit euch. Wir haben hier die roten Gitter runtergemacht, weil auch da hatten wir nochmal eine Idee. Aber gucken wir uns erstmal an, was im Spa-Bereich passiert ist. Es war einmal da, ganz oft der Vorschlag da, nutzt weiße Fliesen für diesen Bereich. Dann wurde vorgeschlagen, ihr könnt mit roten Noppen Begrenzungen zu nutzen oder mit Lichtschwarteilen arbeiten. Ja, wir haben es bunt gemischt. Durchmische. Wir haben mit den Lichtschwarteilen links und rechts so eine Art Begrenzung geschaffen, weiße Fliesen und dann haben wir rote Grill-Tiles genommen, um ja vielleicht nochmal so eine Art Abluft zu zeigen. Und ja, wir haben einen Hotelschriftzug gebastelt. Auch das wurde in den Kommentaren vorgeschlagen, das Ganze zwar unten an den Noppen aufzusetzen, auch eine sehr schöne Idee, haben wir aber gelassen, weil dann hätten wir den Spa-Bereich verdeckt und wir haben deswegen einen Teil der roten Grills, die da oben dran waren, weggemacht, haben auf transparenten Plates einen Hotelschriftzug drauf gemacht und durch diese roten Grills, die noch dahinter sind, sieht es so ein bisschen aus wie eine Linie. Fehlt noch der Name. Und der ist jetzt da. Wir fanden die Idee, das Hotel Interstellar zu nennen, sehr, sehr gut, sehr schön, sehr witzig. Weil es sehr gibt, passend. Ja, es gibt ja die Intercontinental Hotels auf der Erde. Und naja, ein bisschen Heimat schafft man sich auch im Weltall. Und von daher ist der Name Interstellar für uns tatsächlich der schönste Vorschlag gewesen. Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und so tolle Vorschläge eingereicht haben, von wir auch fast alle irgendwie umsetzen konnten, bis auf die Namen, aber trotzdem danke an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Wir sind wieder am Ende, sagen danke fürs Zusehen, bis bald bei Steine im Weltall und gerne ein Abo oder ein Like da lassen.